Hallo, mein Lieben, und ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wurde schon öfters gefragt, wie hast du dir das Mama-Sein vorgestellt? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Und ja, wie ist es eigentlich so im Allgemeinen? Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, wie habe ich mir das Mama-Sein vorgestellt? Ich musste wirklich sehr, sehr lange überlegen und ja, es ist gar nicht so einfach, so zu überlegen, wie habe ich es mir vorgestellt, weil man jetzt eben in dieser Situation ist und eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man sich das eigentlich vorher vorgestellt hat. Aber ein paar Sachen habe ich rausgeschrieben. Zuerst einmal habe ich mir auf jeden Fall weniger Schlaf vorgestellt. Also man hört ja überall, du schläfst total wenig als Mama und du bist so müde und ja, eigentlich bist du noch fürs Baby da und du stellst dich sozusagen hinten an. Ja, was ich sagen kann, was das Schlafen angeht, ich schlafe total viel. Also würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt von mir behaupten. Die Kleine schläft ungefähr um 22 Uhr ein abends. Und dann wird sie ungefähr um 3 wieder wach zum Stillen. Ich stille sie dann und dann schläft sie eigentlich direkt wieder ein und ich auch. Und dann sind wir immer um 7 Uhr morgens wach oder 6:30, je nachdem. Und dann wird auch wieder gestillt und dann stehen wir auf. Also das ist sozusagen unsere Nacht und ich finde, ich schlafe ganz schön viel und bin auch morgens klar, manche Tage gibt es, da schläft sie einfach sehr, sehr schlecht, so wie die letzte Nacht. Da war sie einfach sehr, sehr häufig wach. Aber sonst kann ich mich eigentlich nicht beschweren, das habe ich mir auf jeden Fall viel, viel schlimmer vorgestellt. Also ich dachte echt, ich schlafe fast gar nicht, ich habe Augenringe bis zum Mond, gleich habe auch Augenringe und ich will das auch gar nicht verschönigen. Ich schlafe weniger als vorher, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich total wenig schlafe, sondern es ist wirklich in Ordnung, sage ich mal. Ja, dann habe ich mir auch auf jeden Fall vorgestellt, dass, Maske, die Kalle, dass ich total überfordert bin. Also so eine Mama-Rolle, man hört so viele Sachen, dass das Kind schreit und schreit und schreit und schreit und du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Und ich dachte echt, ich bin total überfordert. Aber, nö. Also bis jetzt bekomme ich die Kleine eigentlich immer ruhig. Und wenn gar nichts hilft, dann wird getragen oder die ganze Zeit wird durch die Gegend gelaufen. Ja, klar, es gibt auch Momente, da schreit sie und nichts hilft. Aber auch dann wird einfach gekuschelt, durch die Gegend getragen und die Zeit wird sozusagen überbrückt und es wird das Beste draus gemacht. Aber so richtig überfordert bin ich auf jeden Fall gar nicht. Ja, was ich mir auch vorgestellt habe, ist, dass ich im Wochenbett viel, viel mehr blute. Also viele haben ja, oder mir wurde schon oft gesagt, in ganzen Wochenbett-Videos sieht man ja auch, dass die Frauen sagen, boah, das ist so schlimm, du blutest 3, 5, 7 Liter. Bisschen übertrieben jetzt, aber so habe ich mir wirklich vorgestellt. Ich dachte echt, oh mein Gott, du blutest ja zu Tode. Das kann dein Körper doch gar nicht bewältigen. Aber im Endeffekt war das Wochenbett viel, viel weniger als meine tatsächliche oder meine normale Periode. Also meine Periode ist immer viel, viel stärker und ja, das Wochenbett war eigentlich total easy, sage ich mal, was den Blutverlust angeht. So, mein Lieben, die Kleine hat mich das letzte Mal unterbrochen und deswegen geht es heute weiter. Ja, ich habe aufgehört bei dem Thema Windel wechseln. Das ist ja auch immer so ein großes Thema, habe ich jetzt festgestellt, seitdem ich Mama bin. Das ist ein ganz großes Thema. Und zwar habe ich mir vorher immer so gedacht, ja, so Windel wechseln, ob du das halt einfach so machst oder ich weiß nicht, wie soll man das denn beschreiben? Ja, also zum Beispiel Felix, der hat dann doch schon ein bisschen Scheu davor, sage ich mal. Aber für mich war das von Anfang an gar kein Problem. Also ich ekel mich vor nichts und eigentlich mache ich jede Windel sauber. Oder wenn sie sich mal komplett einsaut, sage ich mal, ist es für mich auch kein Problem, die Kleinen dann zu waschen und zu baden. Aber Felix ist da ein bisschen anderer Meinung. Also er kann das nicht so, aber ich habe damit überhaupt keine Probleme. Das habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt. Klar, für mich war immer klar, ich wickel mein Kind, das ist gar kein Problem. Aber das ist so instinktiv so, seitdem Kleine da ist, so instinktiv habe ich das einfach gemacht. Das habe ich so auch nicht erwartet. Ja, aber was ich auch dachte, ist, dass man viel, viel öfter wickelt. Also
Ich habe immer so überlegt, dass man so jede Stunde irgendwie das Kind wickelt oder so. Und bei uns ist es jetzt so, ich glaube, auf 10 Mal am Tag oder ich zähle gar nicht mit, muss ich ehrlich sagen. Also ich wickle sie schon oft, finde ich. Teilweise, wo halt die Windel eigentlich noch fast trocken ist. Aber manchmal habe ich einfach so ein Gefühl, okay, jetzt kommt eine neue Windel. Erst recht vormittags, da pinkeln die Kinder ja ein bisschen mehr, sagt man. Und das stimmt auch. Also die Kleine braucht vormittags viel, viel mehr Windeln als nachmittags. Ja, aber ich habe vorher auch gedacht, okay, du wickelst auf jeden Fall viel mehr. Aber jetzt im Endeffekt wickelt man eigentlich gar nicht so oft. Ja, was ich auch ganz, ganz lange dachte oder in der Schwangerschaft ganz, ganz groß das Problem hatte, dass ich dachte, du kannst niemals stillen. Also für mich war von Anfang an klar, du möchtest auf jeden Fall stillen. Also ich möchte auf jeden Fall stillen. Und für mich gab es auch eigentlich gar nicht so, klar, man hat über die Flasche nachgedacht, wenn es halt nicht klappt, aber für mich gab es eigentlich so gar nicht den Gedanken, okay, du gibst die Flasche, sondern für mich war immer klar, du stillst. Ja, aber dann habe ich gedacht, du kannst bestimmt gar nicht stillen, weil deine Brüste sind so klein und ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es klappt nicht. So, und jetzt sind wir 4 Monate am Dauerstillen, am Vollstillen nennt man das genau, und es klappt einfach perfekt. Also, es ist wirklich ein Traum und das hätte ich wirklich nie gedacht, dass es so gut klappt und ich bin echt glücklich und hoffe, dass es noch ein bisschen länger so geht, weil wir auf jeden Fall noch nicht planen aufzuhören. Ja, was ich auch am Anfang dachte oder in der Schwangerschaft dachte, dass wenn das Baby denn schläft, dass man dann viel schafft und viel Zeit hat im Haushalt und ja, dass man dann halt so ein bisschen Mama-Zeit hat. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, die Kleine hat ihren Mittagsschlaf meistens. Den macht sie auch gerade jetzt. 4 Stunden, 3,5 bis 4,5, 5 Stunden manchmal. Klar, dass einige Mütter werden jetzt denken, Alter, du hast aber Glück. Und ja, ich kann auch wirklich sagen, ich habe total Glück, dass die Kleine so lange ihren Mittagsschlaf macht. Aber in dieser Zeit schafft man fast gar nichts. Also erstmal nutze ich die Zeit meistens zum Duschen. Dann versuche ich alles so schnell wie möglich zu putzen. Dann frühstücke ich aber auch noch in der Zeit. Und irgendwie, du denkst, du hast so viel Zeit, aber im Endeffekt schaffst du eigentlich fast gar nichts. Also wenn ich dusche und frühstücke, habe ich heute auch noch nicht geschafft zu frühstücken, weil ich erstmal das Video für euch drehen wollte. Das kommt nämlich auch noch dazu. Videos drehen, Videos schneiden, putzen, essen, duschen. Das schafft man alles gar nicht in dieser Zeit, sondern man muss sich das total aufteilen. Also man muss sagen, okay, heute mache ich das, morgen in dem Mittagsschlaf mache ich dann das. Und ja, das hätte ich aber auch nicht gedacht. Ich habe so gedacht, 4 Stunden, Alter, was willst du denn in der Zeit alles machen? Aber nein, nein. Ja, was glaube ich auch viele Mütter kennen, ist, dass man mit einem Baby alles planen muss. Also, wenn du irgendwo hingehen willst, irgendwo shoppen oder du willst, weiß ich nicht, irgendjemanden besuchen, du musst auf jeden Fall immer planen, kann ich dort wickeln? Kann ich dort stillen? Wie lange bin ich da? Schläft sie vielleicht die ganze Zeit? Alles, du musst alles planen. Was muss ich mitnehmen und was nicht alles. Also mit einem Baby musst du wirklich alles ganz genau planen. Und bei mir war es so, dass ich mir das oft zweimal überlegt habe, ob ich irgendwo hinfahre oder ob ich nicht doch lieber mit der Kleinen zu Hause bleibe. Wenn ich jemanden dabei habe, also eine zweite Person, dann ist es für mich eigentlich gar kein Problem. Das habe ich auf jeden Fall vorher auch nicht gedacht, dass man da so krass das planen muss, weil man halt immer so im Kopf hat, Babys, die schlafen sowieso die ganze Zeit im Kinderwagen und du gehst da durch die Innenstadt und alles ist toll, aber im Endeffekt schlafen Kinder eben nicht die ganze Zeit im Kinderwagen, sondern sind auch mal wach und haben auch mal Hunger zwischendurch oder wollen eine frische Windel oder haben einfach nur Bauchschmerzen und wollen getragen werden. Ja, das habe ich vorher auch nicht so gedacht, aber so ist das Mama sein eben. Ja, jetzt kommen wir auch mal zu den schlechten Dingen. Ich meine, ich bin ja eine Mama, ich schwärme total über das Mama sein und ich schwärme total über meine Tochter. Das seht ihr, glaube ich, auch auf Instagram total viel, dass ich immer sage, oh, es ist so toll und es ist so unglaublich schön. Ja, ich muss sagen, es ist unglaublich schön. Also Mama sein, es gibt einfach nichts Schöneres, wirklich. Und jetzt verstehe ich auch erst, wie sehr mich meine Eltern lieben müssen. Weil so sehr wie ich mein Kind liebe, ich habe noch nie etwas so sehr geliebt. Und
Jetzt kommen wir aber auch mal zu den schlechten Seiten von Mama sein. Also Mama sein heißt natürlich auch, dass man das Kind nicht immer beruhigt bekommt, sondern das Kind hat auch mal Bauchschmerzen. Das Kind will einfach vielleicht nicht an die Brust oder es will auch keine frische Windel und es möchte einfach nur schreien. Vielleicht hat es Schmerzen. Zum Beispiel hatten wir das ganz, ganz doll nach der Impfung, dass sie einfach nur Schmerzen hatte und sie wollte nicht an die Brust, sie wollte nicht getragen werden, sie wollte erst recht nicht angefasst werden, sie wollte einfach nur schreien. Ja, wir haben sie dann getragen in der Trage, hat ihr am Anfang nicht gefallen, aber dann fand sie es ganz, ganz toll und ist sogar eingeschlafen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass einfach auch mal Momente dabei sind, wo man gerne den Stecker ziehen würde. Also ich hatte die Momente vielleicht erst zweimal. Ich würde sagen zweimal, wo ich wirklich dachte, nein, sei doch bitte leise. Hört sich jetzt hart an, aber ich glaube, solche Momente hat jede Mama. Und wie gesagt, ich hatte das auch noch nicht so oft, die zweimal, glaube ich. Einmal beim Impfen, wo man halt wirklich die ganze Zeit nur angeschrien wird und du eigentlich nur noch mitheulst mit diesem Kind. Du heulst einfach mit. Aber das habe ich auch vorher so nicht gedacht, dass man so krass, ja, wie soll man sagen, also dass man überfordert ist es ja auch nicht, weil selbst eine nicht überforderte Mama würde das, glaube ich, nicht hinkommen oder hat solche Momente. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, dass ich halt gerne mal den Stecker ziehen würde. Aber diese Momente gab es halt auch schon. Und das Schlimme ist beim Mama sein, finde ich, dass man oft nicht weiß, was hat das Kind eigentlich. Man versucht alles und man versucht alles zu machen und Bauch zu streicheln und zu massieren und ein bisschen Fahrrad fahren mit den Beinen, damit die Bauchschmerzen weggehen. Aber es weint immer noch und oft weiß man einfach gar nicht, okay, was hat sie denn jetzt? Was kann ich denn jetzt machen, um ihr zu helfen? Das finde ich auch ganz, ganz schwierig beim Mama sein. Also das ist für mich so eine ganz verzwickte Situation ganz oft. Ja, weil man einfach auch nicht weiß, was soll ich jetzt machen? Möchte sie vielleicht spielen oder will sie einfach nur an die Brust und nuckeln oder ja. Also oft gibt es einfach Momente, die sind nicht so schön. Aber das Positive überwiegt, sage ich immer. Und jetzt habe ich euch, glaube ich, auch alles erzählt, was ich euch über das Mama-Sein erzählen wollte. Oder einfach, wie ich es mir vorgestellt habe und wie es jetzt wirklich ist. Ja. Also ich habe es mir auf jeden Fall anders vorgestellt, aber nicht so anders. Also, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich euch jetzt in diesem Video aufgezählt habe, sind einfach die Sachen, die ich so nicht erwartet habe. Aber den Rest habe ich mir schon so gedacht. Und ich habe mich ja auch vorher durch den Kinderwunsch sehr, sehr mit dem Thema beschäftigt und dementsprechend auch schon einiges gewusst. Ich war auf Babysitten und so und ja. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt noch kurz den Mittagsschlaf nutzen, der Kleid, um zu duschen. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!